Ich fahre heute den aktuell Citroën C4. Dieser gut 4,30 Meter lange Kompakte ist ausgestattet mit einem Dreizylinder 1,2 Liter großen Benziner. Dieser leistet 130 PS und gibt die Kraft über eine 6-Stufen-Automatik an die Vorderräder ab. Dass dieser Motor nur über 3 Zylinder verfügt, merkt man eben nicht an. Erst eine Hörprobe bei geöffneter Motorhaube gibt die Akustik des gedrittelten Rundlaufs zu vernehmen. Motor und Getriebe ist ein wahrer Quell der Freude. Ich habe selten eine so gut gelaunte Motorautomatikversion mit so niedrigem Hubraum erlebt. Das liegt ganz klar an der Vehemenz, wie diese Antriebseinheit mit dem ca. 1300 Kilo schweren Wagen umgeht. Das höchste Drehmoment des Motörchens von 230 Newtonmeter liegt bereits bei 1750 Kurbelwellenumdrehungen an und lässt damit eine immens drehzahlschonende Fahrweise zu. In der Drehmomentkurve ist bei diesem Motor tatsächlich ein Vergleich zu den immer schon kräftigen Turbodieselaggregaten zulässig. Knappe 25.000 Euro ruft Citroën für die Ausstattung Shine in diesem herrlichen Ultimate Rot für den neuen C4 auf. Mit dem optionalen Lederpaket, den 18 Zoll Leichtmetallfelgen Newport, dem umfangreichen Sicherheitspaket mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen und dem großzügigen Panoramadach addiert sich der Testwagenpreis auf genau 29.000 Euro.